Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Monster Legends mit eurem Schlosskonflikt bzw. das Killer-LPM. Ja, das Weihnachtsupdate ist da, wie man das hier hinten auch so schön sieht. Es gibt hier, ich hoffe es funktioniert jetzt, eben in der vorherigen Aufnahme hat es nicht funktioniert. Ja, es funktioniert. Also, man kann hier täglich sowas hier beitreten. Das Monster habe ich jetzt schon gefunden, das ist dann hier drauf. Dann wird das hier gemischt. Dann muss man das für bestimmt viele Punkte, kann man sich dann eins aussuchen und bekommt das dann. Und eigentlich ist hauptsächlich, dass man halt das Monster hier sucht oder das oder das. Und morgen Abend oder nee, übermorgen, ja, kommt Rudolf. Den finde ich aber ziemlich kacke. Den Yeti da finde ich eigentlich auch ziemlich scheiße. Fraser, okay, geht so. Aber Son Cookie, den will ich mir unbedingt holen. Und deswegen spare ich auch hier meine Münzen. Ich will irgendwie mit 300 Münzen das machen, damit ich den Legi hier bekomme. Ja, hier bin ich gerade noch ein bisschen am Züchten. Hab hier auch jetzt schon mein Metall-Dino-Teil-Viech-Dings. Ja, ich denke, jetzt werde ich hier mal. Tack. Das wurde auch mit dem neuen Update eingebaut. Das hatte ich wahrscheinlich vergessen zu sagen. Dass man hier einfach wiederholen klicken kann und dann das, was man vorher da gemacht hat, das wird dann einfach nochmal gemacht, ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Und hier ist mein Kammels Gift oder so heißt das. Ja, Kimmels Gift. Finde ich ziemlich cool. Na komm. Ich will dir einen Namen geben. Warum kann ich ihnen keinen Namen geben? Ging das nicht mal? Moment. Aber das geht noch, okay. Naja. Ups. So. Dann gehen wir nochmal hier zu Dungeons. Hier komme ich nicht mehr weiter. Also hier stecke ich gerade bei den 80% fest. Da habe ich mir gedacht, mache ich einfach hier weiter. Scheiß drauf. Ja, dann machen wir mal das nächste Battle. Ich muss mich auch beeilen, weil ich noch ziemlich viel vorhab. Ist halt blöd, wenn man am Samstag aufnehmen muss. Aber ich hatte also gestern eigentlich überhaupt keine Zeit, weil, wie schon gesagt, Beerdigung und so. Und hochladen oder so ging überhaupt nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wer ist. Also ich greife jetzt einfach irgendjemanden an, weil mir wird da ja nichts angezeigt, wer was ist, ne? Das war wahrscheinlich der Frosch. Nein, war er nicht. Das da unten war der Frosch. Naja, ist nicht so schlimm. Eine Wasserkaskade auf den hier. Natürlich schön verfehlt. Wer hätte das gedacht? So, und dann hier nochmal eine Menge Magma. So, und da haben wir ihn fertig gemacht. Ja, und die Zahl hier oben sind meine FPS, nur so zur Info. Mein Internet ist richtig schlecht, deswegen mache ich das jetzt nicht. Und wenn es rot ist, sehe ich, dass er aufnimmt. Und weil ich habe jetzt schon irgendwie 4 Aufnahmen versaut. 2 davon wegen, weil das irgendwie falsch aufgenommen hat. Und das ist natürlich dann richtig scheiße. Du wirst jetzt erstmal nicht angreifen, weil der macht jetzt den stärksten Angriff von allen. Weil er ihn ja hochgepeppt hat und dann würde er mich fertig machen. Mach ich mal auf Karasuo. Oder auf mein Yasuo, wie man es nehmen will. So, Igaokimao. Aber der Uchigana-Hieb bringt dann doch mehr. Uchigatana. Was für Namen.
Wer denkt sich sowas aus? So, der ist auch weg. Das überspringen wir. Und da machen wir den nächsten Knoten. Heute schaffen wir sogar noch die drei Edelsteine, was ich ganz cool finde. Ich finde auch, dass die neuen Dungeons eigentlich gar nicht mehr so schlecht sind. Also mir machen sie Spaß. Ja. Ist halt jedem selber überlassen, ne? Ich glaube, er ist am stärksten von allen. Feuer ist schwach, dann haue ich hier mit auf ihn drauf. Er kann nichts machen und dann greift nur der Löwe an. So. Hier noch eine Wasserkaskade draufgehauen. Mit meinem ja so mache ich Uchigatana-Hieb. Und mit ihm noch mal eine Menge Magma. Und das war's. Sieg. Wieder überspringen. Oh, schade, jetzt hätte es gerade geladen. So. Und diese Animation finde ich auch cool, wie dann das Hauptmonster den anderen einfach wegstößt. Finde ich ziemlich cool gemacht. Weihwasser auf ihn. Und ihn will ich unbedingt haben, den Fischkopf. Er sieht einfach nur cool aus, ist zwar kein legendärer, aber er sieht richtig nice aus, finde ich. Persönlich. Okay, verbrennen kann er, das ist schon mal gut. Was mir aber nicht so gefällt, dass er als letztes dran ist und dadurch, dass er dann stirbt, wird dann mein Lord of the Atlantis übersprungen. Und jetzt muss ich mit meinem Yasuo angreifen. Dann hier mit meinem Vada Magma noch einmal ganz schön heiß draufgehauen. Und einen Sieg errungen. Und jetzt lädt es sogar. Und ich bekomme 2000 Futter. Gut. Paar Edelsteine kann man ja immer mal gebrauchen. 12 Edelsteine. Aber dafür bräuchte ich noch 21, um den fertigzustellen, leider. Ja, dann würde ich auch sagen, das war's mit der Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.